Kollege Karl Lauterbach. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will zunächst einmal daran erinnern, was überhaupt das Hauptproblem ist, was wir mit dieser Debatte lösen wollen. Das Hauptproblem ist, dass viele Menschen Angst haben vor dem Sterben. Sie haben nicht Angst vor dem Tod, sondern sie haben Angst vor dem Sterben. Und das ist ein ganz anderes Problem als beispielsweise der Ausbau der Palliativmedizin oder der Hospizversorgung. Es gibt Menschen, denen kann mit den Mitteln der Palliativmedizin leider nicht geholfen werden. Das sind wenige, aber es gibt sie. Und es gibt zum Zweiten Menschen, die die Angebote der Hospizmedizin und der Palliativmedizin ganz klar verstehen, die sich gut informiert haben und die trotzdem selbst ihren Tod, der jetzt bevorsteht, in dieser Form nicht erleben wollen, weil sie ihn nicht als würdevoll empfinden. Sie empfinden ihn nicht als würdevoll, nicht andere. Sie wollen so, wie es jetzt auf sie zukommt, nicht sterben. Diese Menschen gibt es. Und das Problem, was wir lösen wollen, ist, was bieten wir diesen Menschen an? Nichts bieten wir etwas an, was wir bisher nicht angeboten haben, oder belassen wir es bei dem, was angeboten ist. Und darum geht es. Es geht nicht um Sterbehilfevereine alleine. Ich komme sehr viel zusammen mit Menschen, die sich mit dem eigenen Tod beschäftigen. Im Wahlkreis, anderswo, Leute, die sich an mich wenden, Krebskranke und dergleichen. Ich werde oft darauf angesprochen, was macht ihr bei der Sterbehilfe, was wird dort passieren, welche Möglichkeiten habe ich, welche Möglichkeit hat meine Mutter. Ich bin noch nie darauf angesprochen worden, was passiert mit Herrn Arnold oder mit Herrn Kusch. Das wissen diese Menschen gar nicht, das interessiert niemanden. Hier sind viele im Raum, die machen ein Gesetz gegen Herrn Arnold und Herrn Kusch. Das ist aber nicht richtig. Wir müssen ein Gesetz für viele Menschen machen und nicht gegen ganz wenige. Und ich möchte klar darauf hinweisen, es ist nicht so, wie hier gesagt wird, dass der Antrag Brandt-Krise ein Antrag der Mitte ist. Er ist es nicht. Sie mögen es so darstellen, wie Sie wollen, er ist es schlicht nicht. Oft ist es so, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Dieser Antrag wird darauf hinauslaufen, dass Ärzte Sterbehilfe nicht mehr leisten. Ich fange mit mir selbst an. Ich bin jetzt also in einer Kammer, die bereits mit dem Entzug der Approbation droht, wenn ich das machen würde, in Nordrhein. Da bin ich registriert. Da würde ich vielleicht noch mitgehen, dass ich sage, okay, das riskiere ich, ich brauche die Approbation nicht unbedingt. Und es ist auch noch so, es wird nicht durchgezogen, vielleicht komme ich damit durch. Aber wenn mir 3 Jahre Haft drohen, wenn mir möglicherweise 3 Jahre Haft drohen, wenn mir unterstellt wird, es wäre auf Wiederholung angelegt, ich warte doch nicht auf den Freispruch nach so einer langen Ermittlung, sondern das mache ich schlicht nicht. Ich kenne keinen ärztlichen Kollegen, aber wirklich nicht. Und ich kenne viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich kenne keinen ärztlichen Kollegen, der noch bereit wäre, die Sterbehilfe zu leisten, wenn der Antrag der Mitte, Griese, Högel, Brandt, wenn dieser Antrag durchkäme. Das wird einfach niemand machen. Machen wir uns doch nichts vor. Es machen doch jetzt die Ärzte. Bitte, bitte, hier mal, stellen Sie sich doch nicht dumm. Es ist doch jetzt schon so, wo nur die Approbationen entzogen werden könnte. Es macht aber niemand. Wo es niemand macht. Jetzt tun es doch die Ärzte schon nicht. Wenn mir dann auch noch der Entzug der Approbation plus die strafrechtliche Verfolgung droht, das macht niemand. Herr Kollege Lauterbach, lassen Sie eine Frage der Kollegin Wawrzyniak zu? Sehr gerne. Herr Kollege Lauterbach, Sie haben gerade gesagt, Sie würden als Arzt, wenn 3 Jahre Haft drohen, Ihre Tätigkeit nicht mehr ausführen, die Suizidbeihilfe. Würden Sie zur Kenntnis nehmen wollen, dass in dem sogenannten Antrag der Mitte drinsteht, dass eine Strafbarkeit nur einschlägig ist, wenn man in der Absicht handelt, geschäftsmäßig ein auf Dauer angelegtes Angebot zur Suizidbeihilfe anzubieten? Ich gehe davon aus, dass Sie nicht mit der Absicht handeln wollen, eine auf Dauer angelegte Suizidbeihilfe leisten zu wollen.
Vielen Dank für die Frage. Ich will aus Ihrem Antrag zitieren. Ich unterstelle, dass Sie diesen Antrag unterstützen. Ich lese vor. Grundsätzlich reicht hierfür ein erst- und einmaliges Angebot nicht. Anders verhält es sich aber, wenn das erstmalige Angebot den Beginn einer auf feste Fortsetzung angelegten Tätigkeit darstellt. So, wenn jetzt die erstmalige Tätigkeit von mir erfolgt ist und dann kommt die Ermittlung, ob ich damit beabsichtige, diese Tätigkeit fortzusetzen, dann beginnen die staatsanwaltlichen Ermittlungen. Übrigens zu Recht, völlig zu Recht, dagegen habe ich nichts einzuwenden. Aber ich lege es doch nicht darauf an, dass ich dann freigesprochen werde, nachdem dann festgestellt wird, dass ich es nicht wiederholt machen muss. Und spätestens beim zweiten Fall mache ich es doch nicht mehr. Habe ich einen Freischuss und mache es dann nie mehr? Ich suche mir von meinen Patienten einen aus, wo ich den Freischuss verwende. Und spätestens beim dritten Mal würde doch ermittelt. Das will doch niemand. Bitte in der Praxis, ich spreche hier wirklich aus der Praxis, das macht in der Praxis niemand. Auch jetzt wird ja nur der Entzug der Approbation angedroht. Er wird ja nicht vollzogen. Trotzdem macht es niemand. Ich sage, worauf dieser Antrag hinausläuft. Dieser Antrag läuft darauf hinaus, dass die Menschen genau in die Länder ziehen müssen zur Sterbehilfe, die Sie, Herr Brandt, hier angeklagt haben, nämlich in die Niederlande, nach Belgien und in die Schweiz. Darauf läuft der Antrag hinaus. Wir müssen aus meiner Sicht ein Angebot schaffen. Und hier ist es auch nicht richtig, wie Kollege Hüppe dargestellt hat, dass wir zwischen unwerten und werten Leben unterscheiden. Das ist abwegig. Es geht darum, dass wir also bei Menschen, die schwer krank sind und deren Krankheit zum Tod führt, dass wir dort für die Ärzte auf jeden Fall Approbation und Rechtssicherheit vor dem Strafgesetz sicherstellen wollen. Für die Menschen, die nicht von dem Tod bedroht werden, die nicht sterbenskrank sind, können das aus unserer Sicht die Kammern frei bestimmen, ob derjenige, der lebenssatt ist, aber nicht vom Tod bedroht ist, ob dort ein Arzt helfen kann oder nicht. Aber es bleibt immer erlaubt, Herr Friese. Sie haben gesagt, das würde von uns geregelt, wer darf und wer darf nicht. Es bleibt immer erlaubt. Nach dem Strafrecht bleibt es immer erlaubt. Es hatte den Eindruck, als wenn Sie den Antrag nicht komplett gelesen hätten. Das Strafrecht kommt nie zum Tragen. Es bleibt immer erlaubt. Wir wollen aber eine zusätzliche Rechtssicherheit im Sinne einer berufsrechtlichen Rechtssicherheit bei den Menschen, die nicht vom Tod bedroht sind. Und allerletzter Satz, es hat auch nichts mit der Palliativmedizin zu tun, Herr Brandt. Die Länder, wo Sie zu Recht die problematischen Umstände beklagen, Niederlande, Belgien und die Schweiz, die konnten das Problem, das dort immer stärker verlangt wurde, nicht durch die Palliativmedizin lösen. Die haben alle eine stärker ausgebaute Palliativmedizin als wir. Das können wir nur leisten, indem wir die Einstellung zu Alter und zu Tod zu verändern, bereit sind. Daher bitte ich, unseren Antrag zu unterstützen. Sonst überreagieren wir auf einen kleinen Club von fragwürdigen Menschen, wo ich auch selbst keine Sympathie empfinde. Aber wir müssen den Menschen, die hier verzweifelt sind, ein Angebot schaffen. Vielen Dank. Detlef Müller ist der